Sie spielen jetzt Piano Tiles 2 auf einem Android-Handy. Ziel ist es, so schnell wie möglich auf die schwarzen Flächen zu tippen. Tippt man auf eine weiße Fläche oder verpasst eine schwarze, ist das Spiel vorbei. Ihr habt 3 Versuche, der höchste Highscore gewinnt. Tap like the wind. 3 Versuche, vielleicht ein Testversuch mal vorher. Okay, er weiß auch schon, wie es geht. Noch, lebst du noch? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt wird's aber schon ein bisschen komplizierter. Ich sehe das gerade schon. Komm. Oh, Alter. Jetzt gibt's aber hier die Thumbs of Life. Jetzt die große Frage. Ah. 98 bis dato der Topscore. Du hast 3 Versuche, wie gesagt. Ja. Mach weiter. Ja. Nicht fortsetzen natürlich, aber wie gesagt, 98 momentan der Topscore. Ein bisschen Entspannung, ein bisschen Entspannung. Mach nochmal ein bisschen. Ja, mach weiter. Ich möchte es nicht hetzen, aber mach bitte Scheiß gemacht. Alles gut. Tolle Liedervariation, die wir auch da mit in diese App eingebaut haben. Einfach nur, um auch noch mal kurz zu überprüfen, dass jeder ausgelastet ist. Dim, 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 da, 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 da. Es summt sogar noch mit, das so ein bisschen. Ne? Und dann auch noch. Er macht ein kleines Medley auch da draußen. Das ist nämlich ein Medley aus tatsächlich Ridley Scott's Trapped in the Nether of People Thoughts. Wer das noch nicht kennt, sollte definitiv mal bei Ridley Scott vorbeischauen. Ridley Scott IP auf YouTube. Macht die Leute manchmal nervös, wenn ich da über die Schulter schaue. Das ist langweilig von YouTube schon. Unglaublich. Richtig aggressiv. Richtig genervt schon irgendwie. Ja, also jetzt kommt vielleicht was Neues. Nee, okay, bleiben wir nochmal im gleichen Beat. Also er ist auch einfach im Tunnel gerade drin. Also Mark Zuckerberg hätte es selten besser beschreiben können. Wir sind bei. Und jetzt halte ich mal kurz fest. Machen wirklich das schon echt viel. Bitte was? Festhalten. Ja. 260. 260. 260. 260 sind wir gerade. Wir sind kurz bei einer FIFA-Werbung. Die gucken wir uns natürlich an. Oh, ich habe das leider weggemacht. Jetzt Click Definition. Wir sind offline. Wir sind leider offline. Ich gehe mal kurz zurück in. Oh! Leider schon. 260 ist der Highscore. Der zu knacken ist, du hast sogar noch einen Versuch. Ich mache einen Versuch. Dann spiele ich den noch mal. Bitte noch länger. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen frere Jacke. Donnez-vous, sag ich da. Jetzt wird langsam etwas kritisch. Okay, let's go. Bergi macht sich auch schon mal bereit in seiner Ecke. Das ist eine Kampfecke von Bergi, die kennen nur sehr wenige. Dong, ding, dang, dong. Frere Jacke, liest du schon den Amazon-Bestseller? Immer auf Platz 1, immer auf Platz 1. Ding, dang, dong, komm, Krafter, yo. Danke, Luca, für dein Buch. Oh, Amazon Play. Oh, das ist ja was anderes. Das ist ja tatsächlich was anderes. Liegt aber auch wieder eine endlose Fahrt hin. Endless Sprint steht sogar schon auf dem Bildschirm jetzt. Unfucking glaublich. Das ist die große Frage. Kann Bergi da mitziehen? Der schafft da nicht. Keine Chance. Nee, doch, ich glaube, er schafft das und besiegt mich eiskalt. Ja, da gerade ein bisschen reden. Da ist gerade mal auf dem letzten Drücker versucht, das Karma auszutricksen. Ne? Erst hier eine Kampfansage, aber dann. Da war aber auch gerade viel. Das war gerade heftig. Viel Links dabei. 269 ist der neue Top-Score, der hat sich tatsächlich bei jedem Mal überboten. Lieber Bergi. Komm, der kommt das aus seiner Kampfecke. Bitte? Du schaffst das. Lass mich mal machen jetzt. Du hast hier, weißt du, du hast bestimmt so eine. Nein. Du willst mir jetzt mit deinen fettigen Händen, mit denen du jetzt 3-mal hier drauf gedrückt hast. Ja, du fasst ja willst du mich jetzt hier. So, okay, geh mal einmal kurz bitte rüber in Bergis Kampfecke. Dann schläg ich hier weiter. Mich da hin. Nehmen wir in die Ecke, genau. Okay, alles gut. Du kannst auch stehen bleiben. Ach, nee, aber das ist. Also, okay, gut, da setzen Sie sich hin. Und dann einmal auf hier dieses Restarten drücken und dann kannst du nochmal auf. Da drauf drücken? Ja, genau. Dann auf diese Dinger mal drücken. Ach so, okay. Wie gesagt, Bergi macht das hier ganz geschickt. Das ist die große Frage. Was ist denn, wenn ich im Blauen irgendwie lande? Dann bist du tot. Immer nur die schwarzen drin. Also meinst du auf dem Balken selber? Ja. Gibt es weniger Punkte.
jetzt die große Frage. Aber ich bin selber ein bisschen angespannt tatsächlich, weil Bergi beim ersten Mal schon ziemlich hinlangt. So ein bisschen so wie so asiatischen Hackern beim Hacken durchzugucken. Krass, Alter. So, Watch Dogs war dagegen nichts, sag ich da mal, was ich auf dem Handy gebracht habe. Das war da als Bonus? So ein Bonus, ja. Dann wird es langsamer. Oh Gott, okay. Oh, 254? Das war nah dran. 269 brauchst du. Okay. 269 brauchst du. Das heißt, du hast aber noch zwei Versuche. Let's go. 269 ist das angestrebte Ziel. Und das war sehr nah dran beim ersten Versuch schon. Mal schauen, ob das auch nochmal so gut geht. Große Frage ist. Was ist denn, wenn ich gedrückt halte bei den langen Dingern? Echt? Ja, das hat ja keiner gesagt. Gerade ja, das hätte ich auch vorher gewusst. Hast du das gewusst? Nee, hat er nicht. Das ist ja jetzt wieder gemein aus der Regie. Ja, aber ich habe gefragt. Wie gesagt, jetzt schauen wir nochmal. Klingt aber schon oft falsch, ne? Ja, kommt drauf an, wann du die drückst, die Dinger. Oh, Alter, ich kann schon nicht mal mehr zugucken. Das ist zu viel für meinen Kopf. Ich habe richtig Tränen in den Augen. Ja, ich mache dir die gerne gleich weg. Okay, okay. Heilige Mutter, das ist tatsächlich ein bisschen sogar. Oh Mann, krass, jetzt wurde ich abgelenkt durch diese rote Scheiße hier. Wie viel hattest du? 231. 231, es ist noch nah dran, es ist noch ein Versuch noch da. Okay, ganz kurz, mal Interesse halber. Darf ich auf diese roten, gelben Sachen draufklicken oder nicht? Ja, darfst du. Ja, ja. Das sind Boni. Okay. Nur nicht auf das Weiße. So, wie gesagt, letzter Versuch. Geht jetzt los, ich kann kaum hingucken, die Spannung packt mich fast an meinen. Wie sagt man hier? Schenkeln. Und wandert über meine Lenden in meinen Bauch, zu meinen Atemwegen, in meinen Hals zu Bergi. Meine Augen tränen so, ey. Wie gesagt, die Konzentration ist hier das Wichtigste. Kann Bergi das Ding durchhalten? Letzter Versuch ist da. Er braucht die 260. Versetzt mich selber in Trance. Ah, fuck. 222, es hat nicht sollen sein. Ja. Es hat nicht sollen sein. Das ist definitiv dann ein Bad Wars-Spiel. Jetzt schon mal an der Stelle, denn es steht 3:3. Wir geben uns jetzt sofort ins dritte Spiel. Spiel 4 steht an. Wir spielen jetzt Platformers. Ihr startet auf einer Plattform und könnt mit euren Eiern. Steht tatsächlich hier, den Boden unter eurem Gegner wegschießen. Nach wie vor unser Toys R Us Lieblingsspruch hierzu, hoppe, hoppe, Reiter, warum auch immer. Es ist natürlich vom Spiel her ein klassisches Splack, das wir alle kennen. Ihr habt unendlich Eier im Inventar, mit denen ihr den Boden von eurem Gegner löschen oder löchern könnt, ne? Je nachdem. Wer das erste Mal fünfmal runterfällt, verliert und dementsprechend würde ich sagen, wir beginnen in 3, 2, 1, jetzt. Da-da-da. Ah, so, ich darf jetzt erstmal seit langem wieder zugucken. Das ist normal. Das ist normal. Das die nächste Runde kann mich bewegen. Das ist der Nachteil. Und ich habe eine Schaufel. Das ist die Eier. Damit kannst du die Eier werfen. So, das wurde natürlich hier nicht so perfekt erklärt. So, wir schauen nochmal jetzt hier. Es steht noch 0:0. Alles ist easy, alles ist locker. Und der Bergmann fällt runter. Dementsprechend hat der Vincent ein 1:0 gemacht. So, Bergi jetzt nochmal gegen Vincent hier. Große Frage, wer befolgt hier die bessere Taktik? Erst das Loch davor machen, dahinter, ungefähr den Weg berechnen. Spielen viele Faktoren hier bei Splack tatsächlich immer eine große Rolle. Gerade auch bei so einer sehr großen Arena. Wie gesagt, Bergi lässt sich ein bisschen in die Ecke drängen, aber es steht 1:1. Der Erste, der 5 hat, verliert hier, wie gesagt. Das ist 5 hieß das Ganze, gell? Contest. So. Es geht wieder los. Die beiden malen hier ein großes Art Attack Riesenbild, sagen wir auch immer. Wir sehen hier gerade eine Giraffe. Dementsprechend sagt mein Therapeut auch immer: Hui, hui, hui. Haben sie vielleicht komplex, weil sie nur 1,70 sind? Und dann sage ich: Bin ich 1,70, bin ich 1,75. Und damit holt sich Vincent auf den zweiten Punkt. Denn Bergi ist schon zweimal runtergefallen. Nee, andersrum. Ah, andersrum. Ja, ich doch. Also, ja. Okay, gut. Ein kleiner Schlawiner. Ich bin ein kleiner Schlawinski. In letzter Zeit ist mir aufgefallen tatsächlich, dass ich ein Riesenproblem damit habe. Oh, Bergi hat das 3-1 gemacht. Das war auch nicht mehr mein Problem. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich mag die Zahl 2 nicht.
Ja, warum magst du die 2 nicht? Die Zahl 2 mag ich nicht mehr, weil ich tatsächlich schon 2013 angefangen habe mit Judo und dann 2 Leute hatte, die da mit mir im Kurs waren und die waren sehr gemein zu mir. Was haben die gemacht? Judo. Ich konnte nur kein Judo, das war das große Problem. So, nachdem ich dann ordentlich kassiert habe, habe ich auch zu Karate gewechselt. Problem war, waren auch wieder 2 Leute da. Zwei Mädels. Und da berge ich das 4-1. Spannende Geschichte. 4 Leute waren übrigens auch dann später beim Karate, deswegen habe ich dann aufgehört, denn die waren so klein, also ich war in der Kindergruppe, dass ich mir dann gedacht habe, nur mit Dada und Papa, das sind zwar vielleicht Kampfschrei im Karate, ne? Aber ich konnte damit nicht viel anfangen. Und das ist das 4-2, das sind 2. Ich komme wieder komplett zurück in alte Gefilde. Ich gucke mir das hier gerade mal an. Oh mein Gott, Alter, Bergi. Haut jetzt hier aber nochmal rein. Oh. Du bist ja gerade ganz mal kurz spannend geworden. Und Bergi jetzt hier voll auf dem aggressiven Part of Life und gewinnt das Spiel. Nicer Dicer. Ja, wundervoll. Aber wir haben trotzdem Bad World. Oh Gott, das ist ein bisschen... Ja? Das sieht ein bisschen Crazy Daisy aus. Freue mich, dass du Spaß hast. Wir sehen uns im Finale wieder. Wir spielen jetzt das Finalspiel, wir spielen Minecraft Bad Wars. Wie immer geht es hier darum, die beiden Betten zu zerstören. Wer als erstes das Bett zerstört und den Gegner tötet, hat das Spiel gewonnen. Das ist ein altbekannter Spielmodus. Wir spielen wie immer auf den Bergwerk Lab Servern. Und jetzt, weil ich keine Karte habe und das aus dem freien Stehen rausmachen muss, nochmal ein Spruch von mir. Betty, Betty, put, put, los geht's, tuk, tuk. Gut, damit sind wir schon in der Bad Wars Runde. Ich schau mal ganz kurz hier rein. Ich connecte mal und ich schau mal, ob ich hier spectaten kann. Zeug gibt es immer auf deiner Base. Einmal rechts und einmal links beim Baum. Genau, da ist Kupfer und links beim Baum ist Eisen. Genau, perfekt. Und Gold ist in der Mitte. So, ihr seht meine Sicht natürlich schon. Weiß ich nicht, ob ihr die seht. Ich glaube, weiß nicht. Nein, seht ihr nicht. Okay, gut. Dementsprechend auch vollkommen egal, was ich hier mache. Schauen wir mal. Team Rot ist... ist natürlich unser lieber Vincent und Team Grün ist unser lieber Bergmann. Wie auch immer sehen wir hier 2 verschiedene Taktiken am Werk. Ich werde mal kurz hochfliegen, damit ich mir das angucken kann. In der Zeit, wo die beiden sich noch in die Mitte bauen, ein paar Minecraft-Facts von Concrafter. Vielleicht kurz dazwischen gebaut. Meine Lieblingsmaps. Mal Skyblock. Wow, die GTA-Mac von Nick. N11CK. Bergmann vielleicht jetzt hier auf dem Vorpreschen. Vielleicht kommt aber der Vincent auch schon. Gibt es vielleicht das erste Aufeinandertreffen in der Mitte. Ich schaue noch mal kurz. Einen nassen Schwamm kann man im Ofen trocknen. Das ist ein interessanter Fakt. Interessant. 64, tolles Buch. Amazon Bestseller. Platz 1 hat das BGB nach 3096 Tagen von Platz 1 auf Amazon verdrängt. Wie gesagt, wie lange wird dieser Minecraft Bestseller, dieser Blog, diese schönen Jungs mit anscheinend Harry Potter Komplex und Schnurrbart auf 1 bleiben? Das ist nämlich hier so aufgezeichnet. Das ist nämlich die Version von Brüm von einem anderen Studio. Da wurde mir gesagt, es ist das Studio von Tint. Keine Ahnung, wir wissen alle nicht, wie wir es aussprechen sollen. Wir haben uns da schon mehrfach drum bemüht. Die meinten aber auch, uns irgendwie den Rang abzulaufen. Mit der erotischen, mit dem Rang der erotischsten Sendung auf YouTube. Ist natürlich ein guter Gag, Jungs. Aber werdet ihr niemals hinkommen, denn der kleine, dicke Obdachlose und unser Spargeltarzan, ne, wir haben die Hälser für ein schönes Format, ne? Also hast du einen schönen Hals, hast du ein schönes Format, sagt man ja auch im Fachkreis in der Medienwelt. Dementsprechend ist es ja auch schwierig. So, wie gesagt, ganz interessante Taktiken, die verschiedene Leute immer bei Bad Wars benutzen. Wer equippt sich wie, wer holt sich welches Zeug, ne? Zeug, sagt man ja auch im Fachkreis. Oder wie man in einem anderen Fact sagen würde, sagen wir doch einfach mal Fact 69. Der Kopf von Baby Mobs und erwachsenen Mobs ist gleich groß. Außer bei Ocelots und Villagern. Das ist ganz interessant, das wusste ich tatsächlich nicht. Und übrigens, Fakt Nummer 16, Hühnchen kann man bis zur Version 1.8 auch mit Melonensamen, Kürbissamen und Netherwarzen paaren. Wusste ich auch nicht, dass man Netherwarzen machen kann. Jetzt wird es aber nochmal kurz spannend, denn Bergi erklimmt hier schon tatsächlich das Bett und hat das Bett von Vincent schon down gemacht. Das ist die große Frage, nur wo ist denn Vincent? Was macht Vincent denn? Hä? Was macht Vincent denn? Ist die große Frage. Ist Bergi schon in der Mitte? Ist Vincent vielleicht auch am Bett? Verliert vielleicht Bergi auch sein Bett jetzt und beide haben kein Bett mehr. Das heißt, der Erste, der jetzt gleich stirbt, ist raus. Das ist die Frage. Wie geht man damit um? Equippt man sich? Bleibt man in der Base stehen? Equippt man sich nicht? Geht man offensiv drauf? Oder Bergi macht jetzt den Schuss? Nein! Und tötet Vincent. Und dementsprechend ist es ein insgesamter Sieg für Bergmann. Aber gut gespielt. Aber pass auf. Warte mal. Ich sag mal so, ich bin ja ein Mann des Volkes und du kriegst nicht nur natürlich
Monat Premium auf dem womöglich besten Minecraft-Server, ja, in der Serverliste. Wenn er wieder da ist, zu dem Ausstrahlungszeitpunkt müsste er eigentlich auch sein. Stürmer für viel spielt auch sehr, sehr gerne drauf. Und vor allem die neuen Spielmodi haben wir ja immer, wir beide. Auf deinem Kanal, Mensch Vincent, haben wir schon bei Oh Hallo erzählt, macht er so allerlei coole Sachen. Vielleicht nochmal 20 Sekunden in die Kamera. Überzeugt die Leute davon, dich zu abonnieren. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich mache da komische Videos, Vlogs, wenn ich irgendwie rumreise, es wird ein Video kommen, wie ich hier war. Weiterhin mache ich Let's Plays, relativ wenig PvP, es wird aber mehr kommen, ja. Und Comedy kommt bald wieder. Oh, ja. Kampfansage, ja. Kampfansage. Ja, ja. Vielleicht kriege ich den mal ein Video von mir dann. Natürlich. machst du auch Let's Plays mit Herz? Na, nur mit Herz. Sehr gut, das ist ja, ganz, ganz wichtig. Mit Herz und Liebe. Mhm. Herz und Liebe auch in der nächsten Folge von Bergstürmer. Ja. Bewerbt euch unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und ansonsten schaut natürlich auch bei Stürmer vorbei. Der macht auch sehr schöne Videos. Das lohnt sich ab und an mal. Also, Adventskalender ist vermutlich noch nicht draußen. Aber Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.